happened to us, Marge? We used to feed each other cheese and laugh all night. Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Was ist nur mit uns geschehen, Marge, nicht? Ja. Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Oh. Oh, und viel schneller. Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Immer noch ein bisschen schneller, ne? Noch schneller. Wow. Was ist nur mit uns geschehen? Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Ja. Wunderbar. Synchronsprecher ist ein bisschen unterbewertet, denn Sprecher allein kann nicht synchronisieren. Also da ist schon nötig, dass man Schauspieler ist. Ob du nur Theater spielst, ob du Fernsehen machst, ob du Film drehst oder ob du synchronisierst, es gehört eigentlich alles dazu. Es ist keine Unterart eigentlich in dem Sinn. Es wird etwas unterschätzt oft. Und das können ja sehr viele, können es gar nicht. Denn synchronisieren hat ein bisschen was mit einer schnellen Reaktionsfähigkeit zu tun. Und wenn man die nicht hat, dann wird man wahnsinnig beim Synchron. Denn es sind ja verschiedene Komponenten. Du musst erst einmal den Text einigermaßen können, es nicht können, aber du kannst ihn ja ablesen. Der Ausdruck muss stimmen, dafür ist der Regisseur da. Die Synchronität muss stimmen, dafür ist die Kötterin da. Und du musst auch noch genauso den Text können. Also einmal runtersehen, Text können und synchronisieren. Du brauchst wohl einen Grund, gewirkt zu werden, hä? Dir werde ich die Flötentöne beibringen. Du brauchst wohl einen Grund, gewirkt zu werden, ja? Ich einen Grund, gewirkt zu werden, ja? Dir werde ich die Flötentöne beibringen. Oh, danke schön, viel Spaß. Guten Morgen. Gerne. Das Theater ist im Grunde genommen die Basis, von der du dann alle anderen Sachen ausmachen kannst. Denn es gibt ja auch viele Filmschauspieler, die kannst du auf der Bühne also vergessen, weil sie die Ausstrahlung nicht haben oder sonst irgendwas. Und du musst die Kraft haben, eine Rolle in 2,5 Stunden den Bogen durchzuspielen, den das Stück hergibt. Während du ja beim Film immer nur Ausschnitte machst, drehst, nicht? Also ist so in der Beziehung das Theater natürlich viel lebendiger eigentlich. Erst einmal hast du beim Theater das Schöne, dass du 4 oder 6 Wochen probierst dran. Also da entwickelt sich das langsam. In Proben, mit dem Regisseur, mit all diesen Dingen. Während beim Film heutzutage oder beim Fernsehen hast du ja kaum noch Zeit, eigentlich im Grunde genommen etwas zu entwickeln. Das ist heute leider, muss ich dazu sagen, immer mehr ein Abliefern geworden. Es ist gar nicht die Zeit, etwas auszuprobieren. Und das ist schade drum. Denn früher hat man ja viel länger gebraucht, ich meine, für einen Film oder für ein Fernsehen. Heute wird das ja so durchgejagt, dass es also wirklich manchmal, das kann manchmal gar nicht gut sein. Und es gibt ja, wenn ich diese Dailies sehe, oder die, was heute ja sehr viel gemacht wird beim Fernsehen, hat ja eigentlich kaum der Regisseur oder der Kameramann oder der Schauspieler eine Chance, eigentlich wirklich gut zu sein. General, 4 Atanks sind zerstört. Der Sauerstoffanzeiger zeigt nur noch für 72 Stunden Vorrat an. Dann nehmen wir die Raumanzüge mit der Sauerstoffreserve. General. Erdaußenstation?
Non, c'est des bruits étranges, écoutez. Nein. Nein, das sind keine irdischen Signale. Ich bin nach meinen ersten Anfängerengagements in Tübingen, Heilbronn, habe ich dann in München sehr viel gespielt auch und da habe ich dann auch angefangen zu synchronisieren. Und ich weiß noch, mein erster Synchron war wunderbar. Ich hatte keine Ahnung davon und habe in einem Dokumentarfilm über die Raiffeisenkasse, glaube ich, was, da musste ich einen Bauern synchronisieren. Das haben die in Schwäbisch aufgenommen und da musste ich in Hochdeutsch drauf und das ist sauschwer. Weil die schwäbische Sprache ja viel breiter ist als die Hochdeutsche, nicht? Wenn die sagen, ja, fein, ich will nicht hier und so, dann sprechen sie mal Hochdeutsch drauf. Soll ich dir verraten? Soll ich dir verraten, was ein guter Name für... Ja, gleich nochmal. Ich habe vom Tempo so ungefähr, ich weiß es nicht. Ja, ja. Soll ich dir verraten, was ein guter Name für Maggie wäre? Was ein guter Name für Maggie wäre? Soll ich dir verraten, was ein guter Name für Maggie wäre? Chloe! Bisschen mehr Zeit, ne? Pause ist knapper. Ja, ich hab's nicht. Machst du einmal klein mal Luft? Ich hab's nicht in der Schnauze, das Chloe. Chloe, du hört mich ab. Also Chloe. Warte, hör mal zu. Chloe. Nein, Quatsch. Ja, ist gut. Es ist eine Nebenbegabung. Wie gesagt, die mit Reaktionsfähigkeit zu tun hat, mit einer Reaktionsschnelligkeit zu tun hat. Ich meine, was für mich eine große Hilfe war, muss ich dazu sagen, ich habe ziemlich, als ich dann wieder nach München kam, habe ich auch Kabarett gespielt, 2 Jahre. Und Kabarett war eine gute Erfahrung für mich. Weil du da eins lernst, was auch manchmal viele Schauspieler nicht können, du lernst Pointen setzen und Lacher abzuwarten. Und das ist bei vielen Schauspielern nämlich die Unsitte, dass sie über die Lache einfach wegsprechen. Und dann ist es ganz schlecht. Also weißt, dann hat er von mir ein paar Bockfurzen gekriegt. Fang doch das Arschloch bei meiner alten Statschel an. Ja, dem hätte ich auch aber sauber nicht gestört. Also ich stehe überhaupt nicht auf solche Matzen. Jetzt hören wir mal zu. Jetzt werde ich mal sagen, was ich mag. Ja, also ich mag die mit viel Holz vor der Hütten und der Gerste. Das sag ich dir doch schon alle. Du schaust auch bloß aber auf die Gaudi-Nockerl und nachher hat's dich sauber auf die Letzten. Weißt du was? Lieber ein Wampen vom Saufen als ein Bugi vom du Arbeiten. Du bist vielleicht ein Häusling. Nix da so, ist dein Grüß. Also das Schlimmste, was ich. Das Schlimmste oder Schönste oder Anstrengendste habe ich für Radio Zürich mal gemacht. Die haben da eine Sendung gehabt, Fortsetzung folgt. Da wurden jeden Tag 20 Minuten gesendet von einem Buch. Also ein Buch über einen ganzen Monat gesprochen. Und für die habe ich Alt Eich von Thoma gesprochen. Das ist die Hälfte hochdeutsche Erzählung und die andere Hälfte direkter Dialog in 14 verschiedenen Dialekten. Und das war saumäßig anstrengend, muss ich dazu sagen. Weil so schnell umzuschalten dann, weil das ja Dialoge waren, wo 2 verschiedene Dialekte dann auch. Also das war, und das Schlimmste war ich für mich, oder wovor ich am meisten Angst hatte, war ich, weil da ein Schweizerdeutscher dabei war. Und das in Schweizerdeutsch in der Schweiz zu sprechen, ist das doch etwas gewagt. Aber es ging gut. Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Oh, mein Gott, ist der schnell wieder. Knappes Juhu. Schon wieder so knapp das Juhu, nicht? Was hat er sonst immer so lang gemacht? Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Machen wir es doch noch schneller. Noch schneller. Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Ja. Genau. 36.